Der Detektiv. Gut, das kommt hierhin. Ist das nicht toll, dass wir nach der Stunde noch bleiben dürfen, um den Film zu sehen? Ja, dieser Film war toll. Dieser Detektiv. Was für ein Typ. Er hat den Täter sofort identifiziert. Verbrechen aufdecken ist nicht gerade einfach. Aber sicher macht es viel Spaß. Ah, ich glaube, es wäre so cool, einen Fall zu lösen. Wo ist mein Glücksschraubenzieher? Ich kann nichts ohne ihn machen. Da haben wir's. Das könnte das Verbrechen des Jahrhunderts sein. Detektiv Nolik, bist du bereit? Aber wir sind keine... Dem Schicksal entkommen wir nicht, Kollege. Die Zeit ist reif. Um ein Detektiv oder Ermittler zu werden, muss man sehr aufmerksam und scharfsinnig sein. Denn Detektive klären Ungereimtheiten auf, finden Verlorenes und entwirren die verrücktesten Fälle. Zum Beispiel, wer hat ohne Erlaubnis den ganzen Kuchen gegessen? Einem echten Detektiv fallen diese feinen Details sofort auf. Krümel unter dem Sofa, Fußspuren im Raum oder Flur. Wenn er den Spuren auf die Schliche kommt, wird ein wahrer Detektiv den Dieb leicht finden. Alles klar. Es ist an der Zeit herauszufinden, wer den Schraubenzieher geklaut hat. Sollten wir nicht den Schraubenzieher finden? Nicht jetzt. Erst müssen wir den Dieb finden. Oh, sieh mal, es ist Ziffer. Ziffer? Warum bist du wieder im Labor? Die Schule ist längst vorbei. Ich will mit dem Professor reden. Ich habe einen super Einfall. Was für ein Einfall? Das ist geheim. Das ist nicht sehr glaubwürdig. Alles klar, Verdächtiger. Was hast du nach der Schule gemacht? Was meinst du mit Verdächtiger? Das muss ein Missverständnis sein. Weißt du der Frage aus? Versuchst du das Thema zu wechseln? Das war's. Ich gehe. Keine Schraubenzieher, keine Experimente. Du möchtest Eugenius Stelle einnehmen. Und deswegen hast du seinen Glücksschraubenzieher geklaut. Du bist verhaftet. Die wichtigsten Fähigkeiten eines Detektives sind Intelligenz und Logik. Logik ist eine alte Wissenschaft, die Menschen lehrt, mit dem Verstand zu denken, sodass sie Probleme, Puzzles und Rätsel lösen können. Wollt ihr wissen, wie man sich als echter Detektiv fühlt? Dann versucht herauszufinden, was ich euch beschreibe. Ich denke an ein Tier, das man zu Hause oder auf der Straße treffen kann. Es hat einen Schwanz, der lang ist. Was ratet ihr? Ein Hund? Eine Katze oder eine Maus? Aha, die Informationen reichen auch noch nicht aus. Aber was, wenn ich hinzufüge, dass es Miau sagt und den ganzen Tag schläft? Dann ist die Antwort klar. Ein Detektiv arbeitet genauso. Er sammelt die Fakten, entscheidet, was davon wichtig ist und wird los, was nicht wichtig ist. Und erst dann findet er die richtige Antwort. Versteht ihr? Dann seid ihr bereit für ein weiteres Rätsel. Sagt doch, wer gehört nicht hierher? Spuck es schon aus. Was für lustige Schnurrbärte ihr habt. Oh, für eine Party, oder? Mhm. Ich bin verhaftet. Spielt ihr irgendein Spiel? Spule, du glaubst doch, dass ein Objekt Glück bringen würde. Oder etwa nicht? Oh ja, na und? Dann ist klar. Du hast Ziffer geholfen, den Glücksschraubenzieher zu stehlen. Ja, denn du magst Glücksbringer. Verhafte sie! Spule, wie lange muss ich noch warten? Simka, du musst das sehen. Wir haben die Verbrecher gefasst, die den Schraubenzieher des Professors gestohlen haben. Cool, hä? Beeindruckend. Los, komm, Spule. Sie bleibt hier, unter Arrest. Ja, kapiert. Na los, komm mit. Wir machen keine Witze. Oh, und welchen Beweis genau könnt ihr heranbringen? Welchen Beweis ich hab? Das dachte ich mir. Du hast nichts, Feuer. Sie ist die Komplizin. Also los, Nolik, verhafte sie sofort. Was hat sie getan? Das ist absurd. Tu, was ich sage. Werde ich nicht. Ah, du also auch? Stell dich zu den anderen Gaunern. Hey, wir sind Partner, oder nicht? Warte mal eine Sekunde. Mittlerweile glaube ich, du bist der Dieb. Ich? Ja, genau. Ich weiß nicht, ich schwöre. Ich bin der Detektiv. Ah, Nolik, bitte sag's ihnen. Sie haben es weggelegt? Ins Lager? Ah, Lisa, ich habe Ihnen doch schon 100-mal gesagt. Bitte rühren Sie mein Chaos nicht an. Scheinbar war ich auf der falschen Spur. Hättet ihr besser mal den Schraubenzieher gesucht, Detektive? Hab ich auch gesagt.
Na gut, für den nächsten Fall brauchen wir eine neue Taktik. Was meinst du damit, der nächste Fall? Wo ist mein Glückslötkolben? Also, Detektiv Nolik, fangen wir an. Der Kleber. Nolik, komm, wir trennen uns. Wir sind ein cooles Team, hab ich recht? Nee. Warum nicht? Wir sind das mega super wuper coolste Team des Universums. Was sagst du, wenn wir alles zusammen machen und niemals, jemals streiten? Alles klar. Kinder, wenn ihr hierher seht, könnt ihr sehen, dass der Griff der Lieblingstasse des Professors abgebrochen ist. Und es ist unsere Pflicht, sie zu reparieren, indem wir ihn wieder ankleben. Ha, hier sind sie ja, die unzertrennlichen Freunde. Ruhe bitte. Da ihr beiden heute zu spät kommt, warum fliegt ihr dann nicht schnell ins Lager für uns und holt den Kleber? Ja, Sir. Yes, Sir. Zum Brüllen. Ist da noch Kleber drin? Nolik, los, spring auf die Tube. Ei, 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 ei. Aha, toll, mehr als genug. Unser Super-Duper-Team hat das Super-Duper-Teil gemacht. Was ist da los? Wir kleben fest. Los, zieh doch. Mit Hilfe von Kleber kann man fast alles zusammenkleben. Papier, Plastik, Glas, Gummi, Holz und sogar Metall. Kleber funktioniert so gut, weil alles, sogar ein gewöhnliches Blatt Papier, eine raue Oberfläche hat. Seht euch diese Gruben und Furchen an. Wenn wir zwei Blätter Papier nehmen, diese Furchen mit Kleber füllen und sie zusammenpressen, verbinden sich die Moleküle des Klebers. Danach muss der Kleber nur noch trocknen. Und was jetzt? Wir können doch so fliegen. Haha, gute Idee. Alle werden sich darüber amüsieren. Ja. Kopf hoch, Leute. Mission erfüllt. Gut gemacht. Setzt euch hin. Und die Hände auf den Tisch. Das können wir nicht. Wir kleben aneinander. Verstehe, kommt mal her. Wir wollen nicht, dass du unsere Hände trennst. Wir denken, dieser Kleber macht unsere Freundschaft stärker, stimmt's? Meint ihr wirklich, man könnte Freundschaft so messen? Spring! Eins, zwei, drei, ja! Komm schon, ich muss dahin. Aber ich will noch da. Das ist alles deine Schuld. Meine? Und wer hat gesagt, ich soll hüpfen? Es reicht. Ich habe genug von deinem Blödsinn. Von nun an bist du nicht mehr mein Freund. Und du bist nicht meiner, klar? Wie viele der Substanzen, die Menschen sich zunutze machen, wurde auch Kleber von der Natur selbst erfunden. Zum Beispiel kleben Fische ihre Eier zusammen. Und Weichtiere produzieren eine klebrige Flüssigkeit, mit der sie an der Oberfläche haften können. Eine Spinne schmiert Kleber auf ihr Netz. Ein Vogel nutzt Speichel, um sein Nest zusammenzuhalten, während Raupen ihren Speichel nehmen, um ihre Kokons zu spinnen. Der Harz einer Pilie oder Birke ist Kleber. Und das klebrige Eiweiß kann als Klebergrundlage benutzt werden. Aber heutzutage wird der meiste Kleber in Fabriken hergestellt. Wenn man mit Kleber arbeitet, muss man aufpassen, dass man den Raum lüftet, damit keine schädlichen Dämpfe einziehen. Und andere Sicherheitsvorkehrungen treffen. Und versucht nicht, euch irgendwo festzukleben. Es könnte sehr schwer werden, euch wieder loszureißen. Nolik, halte durch! Feuer, du hast mich gerettet!
Wie haben wir uns voneinander gelöst? Vielleicht war das schlechter Kleber. Nein, wir haben so oft versucht, euch zu trennen, bis der Kleber seine haftenden Eigenschaften verloren hat. Und unsere Freundschaft? Haftet sie jetzt auch nicht mehr? Weißt du was, Nolik? Es tut mir leid. Wir brauchen keinen Kleber, um Freunde zu sein. Frieden? Frieden. Oh. Oh-oh. Nur Spaß. Der Helikopter. Es ist sehr wichtig und ich brauche euren Rat. Tut mir leid, ich komme spät. Oh, Mädchen, ich kann es kaum erwarten. Da ist es. Hallo ihr. Woher habt ihr den Helikopter? Der Professor wollte ihn wegschmeißen, aber wir haben ihn repariert. Geht eine Runde mit. Na los. Auf keinen Fall. Wir haben was vor. Was denn? Etwas Wichtiges. Finde einen anderen Ort zum Fliegen. Wie ihr wollt. Kein Problem. Zurück zu unserem Vorhaben. Rotorflügel. Wenn der Motor ihn dreht, drückt der Rotor die Luft mit so viel Kraft nach unten, dass sie den Helikopter vom Boden hebt. Natürlich können Helikopter nicht so schnell fliegen wie Flugzeuge, aber dafür können sie einfach auf einer kleinen Fläche landen. Und anders als Flugzeuge können Helikopter lange Zeit in der Luft stehen bleiben und sogar rückwärts fliegen. Ziffer, lenk uns nach links! Juhu! Jetzt nach rechts! Und her! Ziffer, Feuer und Nolik sind dumm, aber du bist klug genug, um zu wissen, wie gefährlich das ist. Lande ihn! Wartet, wartet! Das ist eine faszinierende, motorgesteuerte Maschine. Leonardo da Vinci hatte selbst so einen designt und seht mal, wer sie jetzt steuert. Das ist ja sehr beeindruckend. Du bist ein Genie, wie du das steuerst. Und so klug und mutig. Mädchen finden solche Jungs echt süß. Ja, so bin ich eben. Klar, du bist toll. Und jetzt lande ihn. Ziffer! Noli, keine Panik. Wir müssen abspringen. Und wenn wir nicht wären... Wenn ihr nicht unseren Piloten abgelenkt hättet, wäre alles gut gegangen. Ein echter Pilot lässt sich nicht einfach ablenken. Und erst muss er mit einem Simulator lernen zu fliegen. Richtig, Ziffer? Aha. Ja, schon. Aber wir haben keinen. Wartet hier. Flugzeuge, Helikopter, Züge und sogar Autos sind komplizierte Maschinen, die schwierig zu navigieren sind. Und wenn man nicht aufpasst, was man macht, kann man schnell einen Unfall bauen. Deswegen erhalten zukünftige Piloten, Lokführer und Fahrer eine umfassende Ausbildung. Dabei lernen sie, ein Flugzeug zu fliegen oder einen Zug zu steuern, mit Hilfe von Simulatoren. Das hier zum Beispiel ist die genaue Kopie eines Cockpits, nur ohne Flügel und mit Bildschirmen statt Fenstern. Man lenkt das Steuer und die Kabine bewegt sich genauso, wie man fliegt. Und auf den Bildschirmen sieht man die Erde unter den Wolken vorbeiziehen. Es ist atemberaubend. Berufspiloten müssen viele solcher Simulationen machen, bevor sie ein echtes Flugzeug fliegen dürfen. Unser Pilotensimulator ist bereit. Oh, wow. Und ich bin der erste, der ihn ausprobiert.
und los! Ach, Kinder! Stimmt's, Ziffer? Ich gehe mal zu ihnen, um einen Blick darauf zu werfen. Ihr wisst ja, wie die sich manchmal benehmen. Ich passe nur auf. Ach, bin ich wieder dran! Hey, wartet! Jetzt bin ich dran! Jungs können nicht ernst sein. Die machen immer nur totalen Quatsch. Apropos Ernst, wir müssen uns um eine wichtige Angelegenheit kümmern. Du hast recht. Ich weiß einfach nicht, wie ich die tragen soll. Vielleicht am Packomat. Oh, das ist ein ernstes Problem. Ja, das ist wirklich wichtig. Nicht wie die Jungs mit ihrem Quatsch. Die Befestigung. Und natürlich müssen alle Teile des Gerätes gut befestigt werden. Was machen Sie da, Kollege? Heute kommt Elisa aus ihrem Urlaub zurück. Also habe ich entschieden, das Labor aufzuräumen, bevor sie hier ist. So eine noble Initiative. Also, wo war ich? Du hast gesagt, alle Teile müssen befestigt sein. Ha, genau. Und welche Art von Befestigung kennt ihr? Feuer? Eine Schraube. Mhm. Und was noch? Noch eine Schraube? Das wären schon zwei Schrauben insgesamt, Simka. Um Holz- oder Plastikteile zu verbinden, kann man Nägel nehmen. Nägel werden mit einem Hammer eingeschlagen. Bei Metall oder Stein muss man erst Löcher bohren für die Schrauben. Damit die Schraube besser hält, kann sie in einen Wanddübel eingeschraubt werden. Der Unterschied zwischen einer Holz- und einer Maschinenschraube ist, dass die Schraube für Holz eine Spitze hat. Maschinenschrauben gehen in bereits existierende Löcher oder in eine Mutter. Und was, wenn es gerade keine Schrauben oder Nägel gibt? Nun, dann kann sich ein Fixie in eine Schraube verwandeln und sich selbst einschrauben. So! Meisterhaft gemacht. Feuer. Meinst du, du kannst das? Ja. Nolik? Ist es okay, wenn ich es nicht mache? Was meinst du? Du machst es nicht. Ach. Warte, ich hab's nicht so gemeint. Nein, es war doch so gemeint. Hab keine Angst. Du hast das schon so oft gemacht. Mhm. Hast recht. Du musst natürlich darauf achten, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Ja, wahrscheinlich. Diesmal wird dir das nicht passieren. Alles ist unter Kontrolle. Na los. Hab immer noch Angst. Wie wär's, wenn du's nochmal probierst? Wer hatte eigentlich diese dumme Idee mit der Schraube? Der Legende nach wurde die Schraube in der Antike erfunden vom großen Archimedes. Durch seinen schraubenähnlichen Mechanismus baute Archimedes eine besondere Maschine, mit der man Wasser aus dem Kanal pumpen konnte. Im antiken Rom benutzten Menschen Holzschrauben und Pressen, um Öl aus Oliven zu pressen. Schrauben wurden auch zum Bohren genutzt oder als Wagenheber. Aber als Befestigung wurden Schrauben erst im 15. Jahrhundert genutzt. Bald darauf wurden Schrauben so beliebt, dass man heute kaum noch ein Gerät ganz ohne Schrauben findet. Und sollte eine dieser kleinen Schrauben herausfallen, eilen wir Fixies zur Hilfe. Denn wir verwandeln uns nicht nur in Schrauben, wenn wir uns vor Menschen verstecken. Wir machen es immer dann, wenn Hilfe gebraucht wird. Nolik, probieren wir es mal zusammen. Hab keine Angst, wir sind bei dir. Bereit? Nolik, sieh zu, mein Kind. Ich habe mich schon über 100 Jahre nicht eingeschraubt, aber ich habe keine Angst. Siehst du, es ist kinderleicht. Großfix? Ich stecke fest. Alles meine Schuld. Kein Grund zur Sorge. Professor Eugenius, können Sie Großfix rausschrauben? Ich bin gleich bei euch. Die ist etwas rostig. Eine alte Schraube. Ich weiß, was da hilft. Ein Tropfen Öl. Au! Professor Eugenius, ist alles okay? Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Achtung, es fällt runter! Wir müssen das Regal an der Wand befestigen. Ah!
das nicht ohne dich. Finker, ich hab Angst. Oh, Lolik, rette mich. Was ist da draußen los? Kein Problem, Kollege. Ich wurde nur etwas vergraben. Kann mich jemand herausschrauben? Ich wünschte, ich könnte. Und wir halten das Regal. Und Nolik? Ich auch. Ich hab's geschafft. Ich hab mich eingeschraubt. Gut gemacht, Nolik. Ich wusste, dass du das kannst. Und wer hilft uns jetzt? Elisa wird bald kommen. Alles klar. Wir warten auf Elisa. Ja, ich hoffe nur, ihr Rückflug hatte keine Verspätung. Das war's. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Und 101, 102, 103, oh, 104, jetzt fällt es mir 100 ein. Und Nolik. Hey, komm schon. John Thomas hat mir versprochen, dass ich mit ihm draußen Fahrrad fahren darf. Ich muss losgehen. Du Glückspilz, ich würde so gerne Fahrrad fahren. Ja, das würde ich auch gern. Ihr dürft nicht gehen. Warum nicht? Tom Thomas ist nicht euer Freund, okay? Er hat nur mich eingeladen. Wenn ihr eine Fahrradfahrt genießen wollt, dann sucht euch gefälligst deinen eigenen Menschenjungen. Hey, Tom Thomas, bist du bereit? Geht nicht. Wir können nicht losfahren. Das Rad hat ein Loch. Ich habe versucht, es aufzupumpen, aber die Luft strömt raus. Was sollen wir jetzt tun? Ich dachte, du weißt das. Du bist doch ein Fixie. Ich habe es noch nicht gelernt. Warte kurz. Spule, Pfeffer, wartet kurz. Wir haben ein Loch im Fahrradreifen gefunden. Meinst du das, welches nur Freunde mitnimmt? Sei doch nicht so. Bitte helft mir. Ich dachte, Tom Thomas wäre nur dein Freund. Warum kommst du nicht und fragst ihn selbst? Er könnte dann auch dein Freund sein. Seit Tausenden von Jahren helfen Räder Menschen auf der ganzen Welt. Der Vorfahre des Rads ist ein Baumstamm. Menschen legten Stämme unter schwere Lasten, um sie zu bewegen. Dann hatten Menschen die Idee, die Stämme in Scheiben zu sägen und die Scheiben durch eine Achse zu verbinden. Und da war es, das Rad. Räder machten das Leben angenehmer. Später kamen Räder mit Speichen, Metallfassungen und Gummireifen. Bald darauf rollten die Menschen auf der ganzen Welt mit allen möglichen Fahrzeugen umher. Töpfer, Mühlen, Uhren. Es gibt so viele Verwendungen für Räder. Und mit der Dampflok, Dampfschiffen und Autos verbreiteten sich die Räder auf der ganzen Welt. Sie haben sogar den Planeten Mars erreicht. Das Rad ist wirklich eine der einfachsten und erstaunlichsten Erfindungen des Menschen. Puh, es ist ab. Und was jetzt? Jetzt muss der Schlauch raus. Meinst du dieses Gummiding? Ja, das ist der Fahrradschlauch. Da muss irgendwo ein Loch sein. Pump ihn auf, Tom Thomas. Dann sehen wir, wo die Luft rauskommt. So findet man kaum das Loch, Nolik. Warum denn nicht? Weil das Loch wahrscheinlich winzig klein ist. Wie findet man es sonst? Um es zu finden, brauchen wir Wasser. Wieso? Ja, wieso? Jetzt verstehe ich, warum wir Wasser brauchen. Da, seht ihr die winzigen Bläschen? Ja, seht ihr? Das ist die Luft aus dem Schlauchinneren. Das bedeutet, das Loch ist hier. Nolik, du bist ein Genie. Hurra, ich habe es gefunden. Schaut. Überlass das bitte mir. Ich habe den richtigen Klebstoff im Packomat. Das Loch ist genau hier. Ich hab's entdeckt. Aber erst müssen wir das Gummi trocknen. Sieht trocken aus. Dann können wir jetzt kleben. Es ist repariert. Alles klar, alles bereit. Spule, kommt ihr mit? Ich weiß nicht. Wir wurden nicht eingeladen. Ich bin sicher, er wird euch einladen. Stimmt's, Tom Thomas? Natürlich werde ich das. Wir sind doch Freunde, oder? Fahren wir los! Seht das Rad, es erspart uns viel Zeit.
Maskerade. Also, Tontamis, hast du schon ein Kostüm für die Silvesterparty? Noch nicht. Die sind nicht gut. Ich war schon ein Pirat. Was ist mit einem Vampir? War ich schon. Und ein Ritter? Mhm. Dieses Jahr will ich etwas Besonderes machen. Und was, wenn... Ich weiß was! Verkleide dich als mich, als Nolik! Perfekt! Es hat sich noch nie jemand als Fixie verkleidet. Vor langer, langer Zeit setzten sich Menschen Masken auf und tanzten, um böse Geister zu vertreiben. Im antiken Theater wechselten Schauspieler Masken, um verschiedene Rollen spielen zu können. Alle mochten die Idee, ihre Gesichter hinter mysteriösen Masken zu verstecken, so sehr, dass Menschen anfingen, draußen Festivals zu organisieren. Sogenannte Maskeraden. Es gibt Länder auf der Welt, wie Brasilien und Italien, die während der Feiertage zu einem riesigen Maskenball werden. Hallo, was macht ihr da? Ein Kostüm für eine Maskerade. Erratet ihr, als was ich mich verkleide? Ja, aber warum musste das Nolik sein? Weil es meine Idee war. Feuer wäre ein viel cooleres Kostüm. Das stimmt nicht. Schluss mit Streiten. Ich verkleide mich als dich und dich. Schon besser. Kluge Fixies tragen eine Brille. Ha, deine Brille ist zu klein, um überhaupt auf seinen Finger zu passen. Dann mache ich mir einfach selbst eine Brille. So ein süßer Fixie. Prächtig. Nicht schlecht. Aber wenn ich du wäre, hätte ich einen Pacomat als Kostüm. Jeder modebewusste Fixie trägt einen. Und kannst du meine Locken machen, bitte? Wenn nicht, verletzt du unsere Gefühle. Cool. Kommt jetzt jeder vor? Oh, wir haben Simka vergessen. Wo soll denn jetzt noch Platz sein für Sie? Was soll ich denn jetzt machen? Ich muss wirklich los. Dann sagen wir nichts. Bis später dann, Tontamis. Danke, Leute. Tisch! Wo wart ihr denn die ganze Zeit, während ich das Konfetti aufgefüllt habe? Wir haben Hausaufgaben gemacht. Und dieses Magazin angesehen. Und geredet. Ja, all das. Und mehr. Eine bessere Ausrede ist euch nicht eingefallen? Los, was vertuschelt ihr? Seid ihr völlig durchgedreht? Sorry, aber da war absolut kein Platz mehr auf Tontamis. Das ist doch aber nicht, was ich meine. Was ist die Regel Nummer 1 der Fixies? Was ist unser Versprechen? Wir verraten unser Geheimnis niemandem. Genau, aber ihr habt's verraten. Jetzt wissen es alle. Tontamis wird niemandem von uns erzählen. Das hoffe ich schwer. Vielleicht wird jeder denken, sein Kostüm wäre eine Süßigkeit. Was für eine Süßigkeit hat einen Rucksack auf und eine Brille? Wir stecken echt in der Klemme. Ich fand, die Brille sah klug aus. Was werden wir jetzt nur machen? Den Professor rufen. Oder wir rufen Großfix oder Papus. Keine Panik. Warten wir, bis Tontamis zurückkommt. Es gibt viele verschiedene Arten von Masken und manche von ihnen sind sehr wichtig. Medizinische Masken werden von Ärzten und Kranken benutzt, um die Ausbreitung von Krankheiten zu reduzieren. Sauerstoffmasken helfen Menschen zu atmen. Fechter, Hockeytorwarte und Boxer tragen Masken, um ihre Gesichter zu schützen. Das blaue Glas in der Maske eines Schweißers wird genutzt, um seine Augen vor dem gefährlichen hellen Licht zu schützen. Taucher tragen Masken, wenn sie unter Wasser tauchen. Ohne eine Maske wäre es schwer, die Schönheit der Unterwasserwelt zu sehen. Die Masken, die Menschen auf einem Karneval und einer Party tragen? Nun, die gibt es nur, damit Menschen Spaß haben und um die Stimmung aufzulockern. Oder als Tarnung, damit man nicht sofort erkannt wird. Es kann viel Spaß machen, jemanden so reinzulegen. Und wie war's? Es war toll. Es gab einen Kostümwettbewerb und ich habe gewonnen. Hurra, das war's. Wir sind erledigt. Seid bitte nicht sauer, Leute. Aber ich konnte ja nicht sagen, dass ich ein Fixie bin. Das fiel mir dazu ein. Erster Preis fürs Kostüm? Roboter Toucan? Hey, was soll das? Findest du, wir sehen wie Toucan aus? Ja.
Ja! 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 Alles klar, Fixie Tukane. Wir haben noch was vor. Ups. Frohsneuer. Schönheit. Die Werder. Und eins. Nicht übel. Was ist los? Schade, dass Feuer das nicht gesehen hat. Ich trainiere nur für die Schule. Du machst doch die ganze Zeit Drehungen und Verrenkungen für Feuer. Ich? Das ist doch vollkommen absurd. Nolik, mach langsam. Ja. Spule, spielen wir lieber etwas Schach. Aber ist der Rollkunstlauf nicht wunderschön? Dreh mich. Wie cool! Warum rufst du so laut? Ich habe gerade zwei Karten bekommen für den absolut legendären Vektor. Richtig. Und wer kommt mit dir? Das weiß ich gar nicht. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Was muss man da nachdenken? Lade doch einfach das allerhübscheste Mädchen der Schule ein. Stimmt's? Keine schlechte Idee, mein Freund. Hast du das gehört? Die Allerschönste wird eingeladen. Tja, ich bin gar nicht interessiert. Und weißt du was? Ich bin's auch nicht. Unsere Welt ist voller Schönheit. Es gibt zahllose, wunderschöne Pflanzen und Tiere, atemberaubende Berge, Wälder und Seen. Aber das reicht den Menschen nicht aus. Sie erschaffen auch selber schöne Dinge. Künstler malen schöne Bilder. Komponisten schreiben schöne Musik. Architekten schaffen schöne Gebäude. Und Modedesigner machen schöne Kleidung. Das betrifft sogar auch Wissenschaftler. Sie schaffen schöne Ideen. Diese Ideen können die Basis sein für neue Technologien, die das Leben der Menschen verbessern. Jeder hat seine eigene Vorstellung von Schönheit. Es gibt so viele Meinungen, wie es Menschen gibt. Aber jeder versucht auf seine Weise schön zu sein. Sowohl Menschen als auch Fixies. Bitte hilf mir, Spule. Wie kann ich schön werden? Ich weiß nicht. Frag doch Werder. Sie hat das gewisse Etwas. Was hat sie? Was ist denn das Schönste an ihr? Oh, nun ihre Haarnadel, die Frisur. Das Grün steht ihr super. Grün ist schön. Aha. Okay, bis später. Spule. Was ist deine Meinung? Meinst du, Feuer mag Simka? Es sieht so aus. Ist das, weil sie rote Haare hat? Orange. Jetzt verstehe ich. Nun, ist das in etwa ihre Farbe? Nicht wirklich. Ich brauche mehr Grün. Was macht eine Person wirklich schön? Schicke Kleidung? Knalliger Nagellack? Gefärbte Haare? Das macht einen nicht unbedingt schön. Hier ist ein zuverlässigeres Rezept. Zuerst waschen und Haare kämmen. Seht ihr? So seht ihr gleich viel schöner aus. Nun die dreckigen, zerknitterten Sachen wechseln und etwas Sauberes tragen. Das ist sogar noch schöner. Und zu guter Letzt, wenn man weniger Süßigkeiten isst und ausreichend Sport treibt, dann wird man sicher ein hübscher Junge sein. Oder ein bezaubertes Mädchen. Los. Meinst du, du bekommst ein Autogramm von Vektor für mich? Na sicher! Ich liebe seine Songs so sehr. Ich auch. Besonders der Song, der so geht. Computer, 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 du bist super. Ich spiel gern am Computer und meistens richtig laut. In jeder Minute wär ich gern am Computer. Doch nein, 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 das ist nicht erlaubt. Ich hatte keine Ahnung, dass du so ein Fan bist. Weißt du was? Ich hole dir kein Autogramm. Warum denn nicht? Weil du es selber bekommst. Weißt du was? Ich habe eine Extrakarte. Ah, ich dachte, du nimmst das schönste Mädchen mit. Ihr seid doch alle sehr schön. Und mit dir macht es am meisten Spaß. Los gehen wir. Stopp! Ha, wartet! Oh, Simka? Oder Werder? Wohin geht ihr? Was meinst du, wohin? Zum Konzert?
Wer da? Nein, Simka. Oder andersrum? Ich bin so verwirrt. Komm schon, Spule. Erkennst du sie denn nicht? Das ist Simka und das hier ist Werder. Gehen wir, sonst kommen wir zu spät. Blondinen haben immer Glück. Ja, wahrscheinlich hätten wir uns blond färben sollen wie Spule. Der Regenschirm. Warum funktioniert das nicht? Das werden wir gleich sehen, Kollege. Zuerst schalten wir das Hubwerk aus. Ansonsten... Ah, Spule, da bist du ja endlich. Wo warst du denn? Ich habe einen Schirm gesucht. Was? Wozu brauchst du einen Regenschirm? Weil es heute in Strömen regnen soll. Wie kommst du denn darauf? Habe ich gehört. Gehst du schon los? Ja, ich muss das Auto rechtzeitig waschen. Ah, dann nehme ich einen Schirm mit. Hm? Du kennst das, Omenschatz. Wenn du dein Auto wäschst, wird es regnen. Oh! Tom Thomases Mama hat nur einen Witz gemacht. Über Omen lacht man nicht. Es wird ganz sicher regnen. Aber mit einem Schirm macht das nichts. Der Regenschirm ist eine antike Erfindung, fast 3000 Jahre alt. In China und Ägypten machten sich Menschen Schirme aus Blättern, Federn und Papier. Die Diener mussten sie über den Köpfen der Könige halten, um sie vor der Sonne zu schützen. Als Schirme in Europa modern wurden, begannen die Leute, sie als Regenschutz zu nutzen. Am praktischsten sind Schirme, die man zuklappen kann. Ihr Design ist sehr einfach. Die Stoffenden werden an den Schirmrippen befestigt. Wenn man ihn öffnet, breiten sich die Rippen in alle Richtungen aus und dehnen den Stoff über eure Köpfe aus. Mit automatischen Schirmen geht das sehr schnell. Sobald man den Knopf drückt, öffnet sich der Schirm sofort und eure Kleidung bleibt trocken, als gäbe es keinen Regen. Ein geschlossener Schirm kann als Spazierstock dienen. Und wenn sich der Griff auch einklappen lässt, dann kann man ihn in einer Tasche verstauen, wenn er nicht gebraucht wird. Also, die Kontakte sind in Ordnung. Und alle Kabel sind am rechten Ort. Was ist dann das Problem? Ich weiß nicht. Wir werden es austesten. Spule, leg den Schirm beiseite. Aber was ist mit dem Omen? Ach, ein Omen allein zählt nicht. Ich brauche einen Schraubenzieher. Verstanden. Wird ausgeführt. Oh, die Gelenke des Manipulators quietschen, hm? Das ist auch ein Omen für ihn. Ein Omen, dass sie geölt werden müssen. Hilfst du mir? Warte kurz. Dann helfe ich dir. Danke. Siehst du? Du mit deinem Omen. Es wird trotzdem regnen, das weiß ich. Siehst du die welkenden Blumen im Topf? Ist das kein Omen? Die Blumen hängen herab, weil Elisa im Urlaub ist. Und mein verehrter Kollege vergessen hat, sie zu gießen. Oh, ja. Gleich nach der Reparatur werde ich sie gießen. Versprochen. Ah, deswegen funktioniert es nicht. Dieses kaputte Teil hier muss ersetzt werden. Los, helft mir. Ich flieg ins Lager und hol ein neues. Feuer fliegt aber tief, hm? Aha, na und? Wenn Vögel sehr nah am Boden fliegen, dann... Ha, Feuer ist doch kein Vogel. Aber er fliegt tief, siehst du's nicht? Spule, gib mir den Schmiedehammer, okay? Und leg den Schirm jetzt weg. Schau, der Himmel ist völlig wolkenlos. Weil es früh am Morgen ist. Dieses Omen kennt ihr sicher. Wenn morgens keine Wolke am Himmel schwebt, wird es am Nachmittag... Es reicht. Wir sind drinnen. Mit einem Dach überm Kopf. Es kann hier nicht regnen. Schaut, es regnet. Seht ihr? Ich hab's gesagt. Und ihr habt mir nicht geglaubt. Ich will probieren, mal zu spazieren. Aber es regnet den ganzen Tag. Doch das hilft mich nicht fern, denn ich mag ihn sogar gerne. Mit meinem Regenschirm geh ich, wohin ich mag. Ich nehm den Regenschirm, den guten Regenschirm. Öffne den Regenschirm und geh hinaus. Regenschirm, mein Liebling.
Regenschirm, ohne den Schirm geh ich nicht raus. Wenigstens muss ich die Pflanzen nicht mehr gießen. Da haben Sie recht. Ich will probieren, mal zu spazieren. Heute scheint die Sonne, der Tag beginnt. Doch hab ich eine Ahnung bezüglich meiner Planung. Vergiss den Schirm und es regnet ganz bestimmt. Ich nehm den Regenschirm, den guten Regenschirm. Öffne den Regenschirm und geh hinaus. Regenschirm, mein Lieblingsregenschirm. Ohne den Schirm geh. Das Bauset. Tom Thomas. Hä? Warum sitzt du im Dunkeln? Weil es so besser aussieht. Guck doch mal. Ah! Oh, seht euch das an! Was für ein wunderschönes Schloss das ist! Wie aus einem Märchen! Nein, es ist aus meinem Bauset. Ich hab's selbst zusammengebaut. Cool! Oh, spiel mir Ritter! Ich liebe dieses Spiel! Und der alte Drachen auch! Wer hat die schöne Prinzessin in dieses Schloss eingesperrt? Ich bin natürlich die Prinzessin. Hopp, hopp. Ritter, der mich vor diesen bösen Drachen retten wird. Warte, ich rette dich, Simka. Nolik, du siehst wirklich nicht aus wie ein Ritter. Du hast nicht mal eine Rüstung. Rüstung? Warte, ich bin gleich zurück. Mit einem Bauset kann man viele verschiedene Dinge aus einem Set von Bausteinen bauen. Setzt man sie so zusammen, hat man ein Haus. Und so ein Auto. Oder so ein Raumschiff. Die Teile können auch aus Metall und durch Schrauben verbunden sein. Manche Bausteine bestehen aus Plastikteilen, die man zusammenstecken kann. Andere Sets sind Modelle, wo die Teile zusammengeklebt werden. Es gibt auch Magnetsets. Legt die Teile zusammen. Durch die magnetische Anziehung haften sie. Pass auf, Drache! Und wo ist das Schloss? Der Planet wurde von Robotern angegriffen. Sie haben das Schloss zerstört. Ah, und sie haben mich entführt. Und bist du noch eine Prinzessin? Na klar bin ich noch die Prinzessin. Oh, rette mich, tapferer Ritter. Gut. Was ist hier los? Das ist ein magnetisches Bauset. Und deine Rüstung besteht aus Metall. Also wirst du von den Magneten angezogen. Tom Thomas, das ist nicht fair. Mach mich hier los. Okay. Oh, rette mich. Hilf mir. Du musst mich retten. Halte durch. Ich komme gleich zurück. Ich muss mein Kostüm wechseln. Kann nur noch ein tapferer Ritter. Ich hab doch schon den Ritter gespielt. Dann spiele neben noch mal. Na gut, aber das ist das letzte Mal. Und baut gefälligst nichts um. Simka, bin gleich zurück. Und denke nicht mal daran zu flehen. Und so geschah es, dass jeder die arme Prinzessin im Stich ließ. Oh. Simka ist meine große Schwester. Deswegen meint sie, sie könnte mich herumkommandieren. Aber ich nehme es ihr nicht übel, denn sie ist sehr klug und sie denkt schnell. Wahrscheinlich weiß niemand so viel über Geräte wie sie. Mit ihr ist es immer interessant und sie ist wirklich sehr schlau. Sie bekommt nur Einsen in der Schule. Alle in der Klasse lieben sie. Nur sie und Werder verstehen sich nicht so gut. Das ist wegen Feuer. Nun, ihr wisst schon. Manchmal ist Zimka viel zu streng mit mir. Du das nicht, fass das nicht an. Aber wenn sich ein aufregendes Abenteuer ankündigt, ist sie immer ganz vorne mit dabei. Simka ist mutig und sie ist geschickt. Ja, sie ist immer für eine Herausforderung zu haben. Ich habe eine tolle Schwester, aber behaltet das für euch. Denn wenn ihr es ihr sagt, bildet sie sich noch was drauf ein.
Wie lange soll ich denn noch hier sitzen? Hey, irgendwer? Geht's euch gut? Ich kann euch ja keine Minute alleine lassen. Ja, ich glaube, es geht schon. Nulle kam rechtzeitig und hat mich diesmal wirklich gerettet. Wie ein ganz echter Ritter. Ach, komm schon. Ein Ritter? Das ist kein Witz. Du verdienst es, Ritter zu sein. Und jedes Lebewesen vor fiesen Kaubacken jederzeit zu schützen. Ich schwöre. Oh, kühner Fixie. Ich schlage dich nun zum Ritter. Sir Nulik. Hurra! Das Herz. Ha, wo ist mein Pakomat? Hier ist er auch nicht. Ich glaube, ich habe eine Schraube locker. Oh, Tom Thomas, warum schmeißt du dein Zeug umher? Oh, weil ich ein echtes Problem habe. Was ist los? Ich weiß nicht, für welche AG ich mich entscheiden soll. Johnny hat sich für Robotertechnik eingeschrieben und Katja für Schach. Das nennst du ein Problem? Geh mit Johnny. Warum nicht mit Katja? Dann eben Schach. Aber dann mache ich nicht Robotechnik. Mama sagt, ich soll auf mein Herz hören. Weißt du, wie man das macht? Ha! Ich hab ihn! Bis dann, ich muss los! Nolik! Sinka kann es dir sagen. Sie weiß alles. Das Herz ist die Hauptpumpe eines lebendigen Organismuses. Es ist ein einzigartiges Muskelorgan mit zahlreichen Blutgefäßen, die darin hängen. Die Hauptfunktion des Herzens ist, das Blut unentwegt durch den Körper zu bewegen. Das menschliche Herz pumpt etwa 6 Liter Blut pro Minute, obwohl diese Pumpe nicht so groß ist. Bald mal die Faust. Euer Herz hat in etwa dieselbe Größe. Um sicherzustellen, dass das Herz gesund bleibt, muss man viel Sport treiben und sich gesund ernähren. Nolik, hilf mir bitte mal. Warum ich? Spul ist stärker. Hm? Interessant. Und weißt du, was das Wort herzlos bedeutet? Ich glaube, das ist eine menschliche Krankheit. Darf ich? Spule. Herzlos ist, wenn ein Mensch oder ein Fixie jemanden vernachlässigt, der ein Problem hat. Danke sehr, junger Mann. Ich meine, junger Fixie. Herzlosigkeit, bleibt das für immer? Natürlich nicht. Wir müssen uns nur öfter gegenseitig helfen. So ist das. Aha. Tom Thomas, mein Freund, hier bin ich. Wie geht es dir? Wie es mir geht? Warum fragst du? Oh, übrigens, ich weiß jetzt, wie man auf sein Herz hört. Du brauchst eine Röhre. Die heißt... Stethoskop. Stethoskop. Aber ich hab keins. Dafür bin ich da. Ha, dieses Ding ist viel zu winzig. Deine Mama hat doch eins. Oh ja. Und? Es schlägt. Laut. Und was sagt es dir denn? Kein Wort. Und jetzt? Es schlägt. Hä? Was war das? Das ist doch absurd. Ein Herz kann nicht sprechen. Weißt du was? Warum versuchst du es nicht nochmal? Thomas! Wer ist da? Es ist dein Herz, das spricht. Bum, bum. Hörst du mich? Aha. Ich glaube, Robotertechnik ist das Richtige für dich. Und was ist mit Schach? Bin interessiert von Schach. Roboter sind viel cooler. Diese Stimme erinnert mich an jemanden. Ha,
Also so siehst du aus, mein süßes kleines Herz. Nun, ich habe das von ganzem Herzen getan. Wenn ein Mensch ruht, schlägt sein Herz zwischen 60 und 100 Mal pro Minute. Diesen Rhythmus nennt man Pulsschlag. Legt zwei Finger auf euer Handgelenk oder euren Hals. Könnt ihr es hören? Bum, 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 bum. Ihr könnt die Schläge zählen. Im Schlaf wird der Puls langsamer. Aber wenn ihr euch freut, rennt oder euch sorgt oder Angst habt, schlägt euer Herz schneller und pumpt das Blut stärker. Manchmal fühlt es sich an, als schlägt es so schnell, dass man sagt, oh, mein Herz hüpft mir noch aus der Brust. Aber keine Angst, es hüpft nirgendwo hin. Und wenn jemand sagt, hör auf dein Herz, heißt das nicht, dass das Herz reden kann. Es bedeutet, dass man sich vertrauen sollte und auf seine Gefühle hören sollte. Und dann findet ihr auf jeden Fall die Antwort, die ihr sucht. Sieht aus, als ob ich am Ende doch herzlos bin. Ich könnte meinem Freund überhaupt nicht helfen. Nolik, du hast doch geholfen. Wirklich. Ich weiß jetzt endlich, zu welcher AG ich gehen will. Robotechnik, wie ich gesagt habe? Das nicht. Ich will Medizin lernen. Die Pyramide. Tom Thomas, kann ich die Augen öffnen? Noch nicht. Beeil dich, okay? Das war's. Ich bin bereit für den Wettbewerb. Tada! Warte, das ist Gebäck? Das ist ein Gebäck, Nolik. Aber das ist eine ägyptische Pyramide. Oh, wow. Sieht das nicht einfach aus wie ein Ameisenbau? Stimmt schon. Ich erinnere mich, dass Großfix uns erzählt hat, dass innen ein Labyrinth ist und die Mumie von einem Floh. Von einem Pharao. Die ägyptischen Pyramiden sind einfach erstaunliche antike Bauwerke. Die größte von ihnen ist die große Cheops-Pyramide. Sie ist mehr als 4000 Jahre alt und über 100 Meter hoch. Wie ein 40-stöckiges Hochhaus. Wie es damals möglich war, so einen Giganten zu bauen, ist immer noch ein Mysterium. Damals gab es noch keine Hebekräne. Manche Menschen glauben, die Pyramiden wären von Außerirdischen gebaut worden. Aber ich glaube, sie hätten nicht ohne die Hilfe der Fixies gebaut werden können. Und, hast du ein Labyrinth eingebaut? Na klar. Zeig mal. Ist das dein Ernst? Ich habe sie gerade für den Wettbewerb gebaut. Ich breche sie nicht nochmal auf. Hey, ist das nicht der Eingang? Wohin gehst du? Ich will mir nur das Labyrinth ansehen. Und die Mumie. Mumie? Wovon redest du, Nolik? Und? Wohin jetzt? Stopp, du verirrst dich. Ich verirre mich nicht. So, ich glaube, ich gehe hier lang. Und dann hier lang. Komm zurück, Nolik. Ich war schon hier. Und ich war hier. Oh. 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 Ich habe mich verirrt. Hattest recht. Was? Hallo du, weißt du, wo Nolik ist? Da drin. Er ist auf Mumienjagd und er hat sich verirrt. Mumie, wow. Eine echte? Cool. Nein. Nolik, juhu. Bist du hier? Nein. Wo denn? Weiß nicht. Wer baut denn solche Labyrinthe? Hey, keiner hat dich gebeten, es zu betreten. Mit wem redest du denn da? Ziffer, Feuer und Nolik sind da drin und ich muss jetzt in die Schule. Nolik! Feuer! Nun, ich habe mich noch nie in einem Labyrinth verirrt. Ich weiß, wie man herauskommt. Immer mit der Hand an der Wand entlang tasten. Ich finde sie für dich. Wo seid ihr, Jungs? Hier! Ich habe vergessen, welche Wände ich berührt habe. Hast du sie? Nein, und ich habe mich total verirrt hier drinnen. Tom Thomas, du musst doch heute in die Schule, oder? Ja, eigentlich schon, aber meine Pyramide ist voller Fixies. Wie ein Ameisenbau. Mhm. Der erste wollte auf Mumienjagd, der zweite wollte den ersten suchen und der dritte alle beide. Wir haben uns verirrt. Und ich muss in die Schule. Warte, vielleicht kannst du sie einfach herausschütteln. Gute Idee. Hast du ein Seil? Guck mal, so verirrt man sich nicht. Wenn ihr einen Ausflug macht, achtet darauf, dass ihr den Rückweg findet und euch nicht verirrt. Verlasst euch nicht nur auf die Karte und das Navi in eurem Handy. Nehmt einen Kompass mit, der zeigt euch die Himmelsrichtung, ohne dass ihr dafür das Handy braucht.
Man kann auch Norden und Süden finden, indem man die Sonne beobachtet, Sterne oder sogar einen Ameisenbau im Wald. Schaut mal her, die Seite, die flacher ist, zeigt nach Süden und die steilere Seite zeigt nach Norden. Und wenn ihr einmal in ein Labyrinth geht, verirrt euch nicht. Berührt mit einer Hand immer die Wand und irgendwann kommt ihr heraus. Noch eine Art, durch ein Labyrinth zu kommen, ist ein Seil am Eingang festzubinden und es auf dem Weg auszurollen. So findet man den Weg wieder nach draußen. Hier ist der erste und der zweite. Und Nolik? Eine Mumie, lebt sie? Ich bin Snorlik. Ich habe deine nicht gefunden. Ja, weil da keine ist. Was? Meinst du, ich habe mich umsonst verirrt? Du warst in so einer Eile, du hast mir gar nicht zugehört. Aber wie willst du ohne Mumie gewinnen? Oh, vielleicht kannst du meine Mumie sein. Nein, danke. Und? Hast du gewonnen? Aha. Meine Pyramide hat gewonnen. Und ihr bekommt einen besonderen Extrapreis dafür, dass ihr wieder herausgefunden habt. Schon wieder? Noch eine Box mit diesem Gepäck? Ich finde das gut. Ich liebe die. Die sind super. Ich wünschte, Fixies könnten essen. Wie schade. Dann gib es doch deiner Mumie. Wasser. Nolik, der bleibt zu Hause, wie abgemacht. Aha, bis bald. Wer war das? Nolik, du bist das. Ich muss los. Ich komm mit. Nein, wir müssen etwas Wichtiges erledigen. Das ist nichts für kleine Kinder. Warum darf ich nicht helfen? Weil diese Arbeit sehr anspruchsvoll ist. Es ist langweilig und du bist ungeduldig. Du störst nur. Hä? Aber ich bin geduldsam. Ich meine, geduldvoll. Ich meine, also super geduldig. Beweise es. Wie? Siehst du diesen, Wasserfilter? Zähle, wie viele Gläser Wasser er säubert. Wie viele soll ich zählen? Wenn du 100 erreicht hast, dann glaube ich dir. Wozu brauchen sie den Filter? Wieso trinken sie nicht aus der Leitung? Ist doch egal. Du sollst zählen. Das war eins. Ohne Wasser ist Leben nicht möglich. Der menschliche Körper besteht aus 2 Dritteln Wasser und Menschen müssen es ständig trinken. Aber nur sauberes Wasser. Wasser wird aus Flüssen und Seen durch Rohre in Häuser transportiert. Auf dem Weg wird es gesäubert von Ablagerungen und Schmutz. Und trotzdem könnte das Wasser noch immer giftige Stoffe oder schädliche Bakterien enthalten. Deswegen nutzen Menschen Filter, um Trinkwasser zu säubern. Durch diese letzte Schutzbarriere kommt nichts so einfach durch. Ich will kein Wasser. Aber du musst. Weißt du nicht, dass dein Körper fast nur aus Wasser besteht? Na und? Und was ist, wenn du nicht genug hast? Dann ist alles, was von dir übrig bleiben wird, nur Haut und Knochen. Oh, das sagt Mama auch immer, dass ich nur Haut und Knochen bin. Na siehst du, deswegen musst du Wasser trinken. Das reicht. Ich habe keinen Platz mehr. Du hast noch sehr viel Platz. Was kümmert dich, wie viel Wasser ich trinke? Weil ich zählen soll, wie viel Wasser durch den Filter fließt, verstehst du? Das muss ich wirklich. Ja, na und? Muss es durch mich fließen, damit du es zählen kannst? Ich bin total voll. Was soll ich denn nun machen? Ich warte den ganzen Tag hier in der Küche, aber keiner trinkt was. Was ist los? Der Filter ist kaputt. Du musst sofort Simka rufen. 415, 416, 417, 418, 419. Was? Kaputt. Wirklich witzig, Nolik. Simka, das ist kein Witz. Irgendwas ist da drüben los. Wir müssen uns beeilen. Wo ist denn der
So, was ist hier los? Na toll, jetzt müssen wir auch noch den Filter reparieren. Er ist nicht kaputt. Das blinkende rote Licht ist ein Hinweis. Das heißt, dass wir die Patrone im Filter setzen müssen. Seit uralten Zeiten versuchen Menschen, Wege zu finden, um sich an etwas zu erinnern oder nichts durcheinander zu bringen. Knoten an Seilen wurden verwendet als Erinnerung, dass es Zeit wurde, Schulden zu begleichen oder zu ernten. Menschen schnitzten Striche in Bäume, um sich an Zahlen zu erinnern. Später erfanden Menschen Rechentafeln, Kalender und Terminkalender. Und heutzutage ist es sogar einfacher, weil Geräte uns erinnern. Wecker helfen den Menschen, rechtzeitig aufzustehen. Ein lauter Ofentimer kann einen Kuchen vom Anbrennen retten. Das grüne Licht an Geräten zeigt an, ob sie eingeschaltet sind und benutzt werden können. Ein rotes Licht zeigt das Gegenteil. Ha, moderne, intelligente Geräte können sogar ihren Besitzern anzeigen, was sie tun müssen. Ohne sie können Menschen sehr zerstreut sein. Es ist alles bereit. Please! Das müsste jetzt für die nächsten 2000 Gläser reichen. 2000? Und was mache ich jetzt damit? Oh. Okay, Nolik, du hast das sehr gut gemacht. Prima. Ja, wenn du willst, kann ich das machen. Tom Thomas, willst du Wasser trinken? Ich kann nichts mehr trinken. Und ich kann auch nicht mehr warten. Sieht aus, als ob seine Anzeige jetzt aufleuchtet.